In dem Kulturpalast der Nationalitäten in Beijing wurde vom 30. April bis 25. Juli 2008 die Ausstellung Tibets Vergangenheit und Gegenwart gezeigt. Ausgerichtet wurde sie von der Abteilung für Einheitsfront beim ZK der KP Chinas, dem Pressebüro des Staatsrats, dem Staatlichen Komitee für Angelegenheiten der nationalen Minderheiten und dem chinesischen autonomen Gebiet Tibet. Der Kulturpalast der Nationalitäten und das Ausstellungszentrum in Tibet haben ebenso an der Organisation der Ausstellung mitgewirkt. Tibet verfügt über eine lange Zivilisationsgeschichte. Schon vor einigen Dutzenden tausend Jahren lebten Menschen auf dem Tibet-Plateau. Im 7. Jahrhundert vereinigte der tibetische König Sun Zhangkampo verschiedene Stämme und errichtete eine tibetische Dynastie mit Lhasa als Hauptstadt. 641 heiratete Sun Zhangkampo Prinzessin Wencheng der Tang-Dynastie. 710 heiratete zudem Prinzessin Jingcheng den tibetischen König Trede Zuzan. Während der gegenseitigen Kontakte in den 213 Jahren haben sich Vertreter beider Seiten 191 gegenseitige Besuche abgestattet und 8 Bündnisverträge abgeschlossen. Das sind 2 Nachbauten von alten Musikinstrumenten, eine lange Trommel und eine Qin. Die Originalinstrumente werden im Potala-Palast aufbewahrt. Sie wurden von Prinzessin Wencheng nach Tibet mitgebracht. Das hier ist ein religiöses Instrument des buddhistischen Meisters Padmasambhava für die Einweihungszeremonie des Klosters Samye. Das Bild kaiserlicher Wagen stellt ein Treffen zwischen dem Tang-Kaiser Taizong und einem tibetischen Gesandten Godong Zhang zur Besprechung einer Eheschließung in Chang'an dar. Diese Statue von Shikamuni wurde von Prinzessin Wencheng nach Tibet gebracht. Heute wird sie im Kloster Jokhan in Lhasa aufbewahrt. Anfang des 13. Jahrhunderts errichtete der mongolische Führer Chinggis Khan das mongolische Khanat. Tibetische lamaistische und säkulare Führer begannen Kontakte mit dem mongolischen Khanat zu pflegen. 1247 reiste Sayar-Führer Savban zusammen mit seinem Neffe Pakma nach Liangzhou, wo sie einen Anschluss Tibets an das mongolische Khanat erörterten. 1260 wurde Kublai Khan Anführer der Mongolen. Er ernannte Pakma zum Königsberater. Pakma war verantwortlich dafür, die politischen und religiösen Rechte in Tibet auszuüben. Damit wurde gleichzeitig ein theokratisches System in Tibet geschaffen. 1271 errichtete Kublai Khan die Yuan-Dynastie. Tibet wurde dabei offiziell zu einem administrativen Gebiet unter der direkten Herrschaft der Zentralregierung. In der Ming-Dynastie wurden in Tibet die Gouverneurssitze Wuzhan und Ellisi errichtet. Damit wurden die lokalen Regierungen auf den entsprechenden Ebenen gestärkt. Die verschiedenen Beamten wurden von der Zentralregierung direkt nominiert. Gleichzeitig wurden in Tibet verschiedene religiöse Führer der unterschiedlichsten Sekten als Kaiserberater und religiöse Schutzkönige ernannt. Zudem wurden Tibets Wirtschaft und Kultur sowie der Austausch mit anderen Landesteilen durch gegenseitige Kontakte gefördert. Im 1652 reiste der 5. Dalai Lama nach Beijing und wurde vom Qing-Kaiser in einer Audienz empfangen. Ein Jahr später verlieh der Qing-Kaiser Shun Zhi dem 5. Dalai Lama einen Ehrentitel und überreichte ihm goldene Urkunde und Goldsiegel. 1713 verlieh der Qing-Kaiser Kangxi dem 5. Panchen Lama den Titel Panchen Erdeni und überreichte ihm ebenfalls goldene Urkunde und Goldsiegel. 1727 wurde schließlich eine Vertretung der Zentralregierung in Tibet gegründet. 1751 errichtete die Qing-Dynastie in Tibet die lokale Gashak-Verwaltung. 1793 erließen die Verantwortlichen der Qing-Dynastie die 29 Klauseln über die Behandlung der Angelegenheiten in Tibet. Zudem wurde insbesondere das System der Luzierung aus der Goldurne eingeführt. Hier sehen Sie die Kabula-Schüssel. Kabula bedeutet auf Tibetisch Schädel. Es handelt sich dabei um ein Geschenk des 6. Panchen Lama an den Qing-Kaiser Qianlong. Das ist eine Nachbildung der Goldurne. Die Goldurne wurde normalerweise für die Luzierung zur Wahl des Seelenkindes des lebenden Buddhas verwendet. Es gibt 2 Originale. Eines wird im Kloster Jokhan in Lhasa und das andere im Lama-Tempel in Beijing aufbewahrt. Mit diesem Edikt ernannte Kaiser Kangxi den 5. Panchen Lama.
Rechts ist der sechste Panchen Lama zu sehen. Er wurde im sechsten Jahr während der Herrschaft um Kaiser Qianlong im Kloster Tashi Lumpo intronisiert. 1780 starb er im Alter von 42 Jahren im Gelben Tempel in Beijing. Das hier ist die Ausführung der 29 Klauseln über die Behandlung der Angelegenheiten in Tibet. Dies ist eine amtliche Bekanntmachung aus der Zeit der Qing-Dynastie über die Münzprägung in Tibet. Dabei sind auch die verschiedenen Ausführungen der Münzen zu erkennen. Das sind Fotos vom Zweiten Krieg gegen die britische Aggression 1904. Hier erzählt der Abt des Palko-Klosters, der am Krieg gegen die britischen Aggressoren teilnahm, über seine damaligen Erlebnisse. Das ist der 13. Dalai Lama. Er wurde im 5. Jahr während der Herrschaft des Kaisers Guangxu im Potala-Palast intronisiert. 1933 starb er in Lhasa. Die Regierung der Republik China verlieh ihm aufgrund seiner Leistungen einen Ehrentitel. In dieser Wandmalerei wird die Audienz des 13. Dalai Lama bei der Kaiserin Mutter Cixi in Beijing dargestellt. Das ist das buddhistische Mandala aus Perlen, mit dem Kaiserin Mutter Cixi dem 13. Dalai Lama beehrte. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Wahrung der Souveränität des Landes über Tibet durch die Regierung der Republik China. 1912 wurde die Republik China gegründet. Dabei wurden eine Koexistenz der Nationalitäten und die Vereinigung angekündigt. In der provisorischen Verfassung der Republik China wurde festgelegt, dass ihr Territorium aus 22 Provinzen der inneren und äußeren Mongolei, Tibet und Qinghai besteht. Im gleichen Jahr verlieh der Präsident der Republik dem 13. Dalai Lama einen Ehrentitel. 1913 bekam der 9. Panchen Lama ebenfalls einen Ehrentitel. 1929 errichtete die Zentralregierung eine Kommission für mongolische und tibetische Angelegenheiten, um die Verwaltung in den beiden Regionen zu stärken. Der 13. Dalai Lama und der 9. Panchen Lama pflegten weiterhin Kontakte mit der Zentralregierung. 1931, 1936 und 1946 nahmen Vertreter Tibets am Nationalen Kongress teil. Der 9. Panchen Lama und mehrere tibetische Persönlichkeiten wurden im Laufe der Zeit zu Beamten der Zentralregierung ernannt. Der Gesandte der Republik China, U Dongxin, besuchte das Seelenkind des 14. Dalai Lama vor dessen Intronisierung. Hier wird die Intronisierung des 14. Dalai Lama dokumentiert. Der 5. lebende Buddha des Klosters Rajim war ab 1934 Regent der tibetischen Lokalregion. 1941 wurde er wegen seiner antiimperialistischen Haltung von pro-britischen Kräften verdrängt und gezwungen zurückzutreten. 1947 wurde er ermordet. Das ist das amtliche Siegel der Vertretung des Dalai Lama in Chongqing und hier ist das amtliche Siegel der Vertretung des Panchen Lama in Chongqing zu sehen. Dieses Foto zeigt die Intronisation des 10. Panchen Lama in Qinghai. Vor der demokratischen Reform in Tibet 1959 war die Gesellschaft in dem Gebiet von einer feudalen Leibeigenschaft geprägt. Dabei wurde ein theokratisches System praktiziert. Das hier ist eine Darstellung des organisatorischen Systems der damaligen tibetischen Lokalregion. Die alte tibetische Lokalregion mit dem Dalai Lama an der Spitze heißt auf Tibetisch Gashak. Von der Gashak-Regierung wurden administrative Behörden auf zwei Ebenen errichtet. Hinzu kamen die Chicho- und Zung-Ämter. Das Chicho-Campus verwaltete den Potala-Palast sowie das Leben des Dalai Lama. Es galten das Gesetz mit 13 Klauseln und das Gesetz mit 16 Klauseln. Menschen wurden in drei Ringe und 9 Klassen gegliedert. Darin heißt es, der Preis des Lebens eines Menschen vom obersten Rang beträgt so viel Gold, dass dem Gewicht des Menschen entspricht. Der Preis des Lebens eines Menschen von niedrigstem Rang beträgt nur ein Strohseil. Die Klasse der Leibherren nahm eine dominierende Position ein. Sie machte 5% der Gesamtbevölkerung aus. Zu dieser Klasse gehörten Beamte, Lamas der oberen Schicht in Klöstern und Adlige. Leibeigene und Sklaven bildeten die untere Schicht.